Ja, moinsen ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch recht herzlich hier zu einem neuen Let's Play und zwar The Vanishing of Ethan Carter. Also das Verschwinden bzw. das Verschollensein von Ethan Carter, um den es hier wohl geht. Das Ganze ist ein Spiel von einem polnischen Entwickler und zwar The Astronauts, die sich für dieses Spiel hier eine neue Technik haben einfallen lassen. Und zwar, jetzt muss ich nachgucken, die Fotogrammetrie. Damit haben sie alle Objekte, Texturen und so weiter, wenn man so sieht in der Gegend, aus Steinformationen und sonstige Blätter und Bäumchen und Büschchen, haben sie alle mit Fotos abfotografiert und dann anhand der Fotos daraus die Modelle gebaut, was dafür sorgen soll, dass das Ganze sehr natürlich und sehr echt wirkt. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze nachher darstellt. Lassen wir uns mal überraschen. Bevor wir dann direkt loslegen, keine Angst, ich habe hier keine Ahnung, worum es geht. Ich weiß nur, dass es ein Adventure-Game ist. Viel Fokus auf Rumlaufen und freies Erkunden. Mehr weiß ich auch noch nicht. Also wird es schön blind hier. Ich habe das zwar schon einmal kurz gestartet, um zu gucken, ob das aufnahmetechnisch funktioniert, weil ich unter den Optionen, die wir uns jetzt auch kurz angucken, Grafik komplett auf Anschlag gestellt habe. Also ist alles auf Volllast. Bei Anti-Leise können wir gucken. Das kann man eigentlich im Grunde auch wieder ein bisschen runterstellen, weil ihr seht davon eh nicht viel über YouTube. Aber ich kann euch natürlich dann nachher sagen, inwieweit das wirklich stimmt, dass das alles so beeindruckend toll aussieht. Schön ist, dass ihr das Field of View könnt ihr einstellen, das ist schon mal sehr hilfreich und ansonsten jede Menge, also man kann das vorweg in einem Editor einstellen oder dann im Spiel selbst. So, Sound, alles schön getrennte Regler, sehr sehr nett, also wer da gern Musik leiser stellt und die Sprache noch ein bisschen lauter, kann das hier tun. Dann haben wir Sprache an sich. Die Stimme ist auf Englisch, man kann auch auf Polnisch stellen, weil es ein polnischer Entwickler ist, aber das lassen wir mal lieber. Texte habe ich euch auf Deutsch gemacht, Untertitel sind an, das heißt, wer kein Englisch kann, kann unten schön deutsche Texte mitlesen. Ich lese sie natürlich nicht mit vor, weil die auf Englisch schön vorgelesen werden und wer Englisch kann, kann sich das dann einfach mit anhören. So, und dann kommen wir noch zur Steuerung. Maus invertieren, okay, Mausempfindlichkeit lässt sich konfigurieren, Kameraträgheit, ja, das ist mir schon aufgefallen, dass man so ein bisschen Trägheit ist, ach, Kopfwackeln, wunderbar. Als ich meine Testaufnahme gemacht habe, stand ich so im Wald und dann nahm er so auf und dachte, ja, das könntest du ja perfekt als virtuellen Wallpaper, so animierten Wallpaper verwenden, wenn dieses Kopfgewackel nur nicht wäre, aber das kann man ausmachen, das ist ja schön, ja, aber wir lassen es mal an. So, okay, und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt mal mit einem neuen Spiel los. Bist du sicher? Ja, ich habe vorher noch nicht viel gemacht, ne? Machen wir mal. Legen wir los. Ich habe also, wie gesagt, selbst noch keine Ahnung. Wird sehr blind. Kann also sein, dass ich wie ein Dödel die ganze Zeit im Kreis laufe und keine Ahnung, was ich machen soll. Aber das wird sich dann noch darstellen, ne? Dieses Spiel ist eine narrative Erfahrung und nimmt dich nicht an der Hand. Ach, siehste, geht schon gut los. Ausgezeichnet, ne? Kriegen wir schon hin. Bin ganz zuversichtlich. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. Okay. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Ah, ich darf schon gehen. Ja, dann wollen wir das mal rausfinden, ne? Also wir können uns brav umsehen. Das Ding läuft bei mir jetzt mit Aufnahme in 50 Frames und hat einen Cap bei 60. Ich weiß nicht wieso, ich mag sowas ja eigentlich nicht so gerne, aber gut, hat einen, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist Virtual Sync an. Läuft aber gut und flüssig schon mal für die Hardware-Seite, wen das interessiert. Also sieht auch schön aus so, muss ich ja sagen, ne? Sieht schon, sieht geschmeidig aus. Würde ich sagen, gehen wir mal los, ne? Gehen wir mal gucken, was wir so finden. Bis jetzt sehe ich nur Bahngleise, ist relativ unspektakulär. Gehen wir mal hier entlang. Wahrscheinlich sollen wir den folgen, aber pff. Sehe ich so aus, oder was? Was haben wir denn hier? Gemüse, ein bisschen gucken. Ah, man kann zoomen, das ist auch schon mal schön. Ja, dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Oh. Oh, 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 was ist jetzt passiert? Oh, holy shit. Siehst du, da passt man einmal nicht auf. Fühlen. Was fühle ich denn jetzt? Okay, was bringt mir das? I have no idea.
Da muss ich weiter drüber gehen, jetzt nochmal. Okay, keine Ahnung, aber hier ist schon mal voll die geile Falle. Man fühlt sich auf jeden Fall schon mal sicher. Ich gehe mal wieder weg von der Falle. Und vielleicht bleiben wir doch lieber in der... Kann ich immer fühlen? Nee. Ah, ich habe schon mal keine Ahnung, was da abgeht. Ich muss doch irgendwas damit machen können, wenn ich da schon so cool fühlen drücken kann. Muss ich da noch irgendwas malen mit der Maus oder so? Nee, es breitet sich auch nicht weiter aus als so. Da ist erstmal Schluss. Mehr geht nicht. Wupp. Ja gut, okay. Ignorieren wir das erstmal und gehen wieder auf den Weg zurück. Besser ist das wohl. Sehr schön. Das sieht auf jeden Fall hübsch aus, Tola. Muss ich zugeben. Muss ich zugeben. Gehen wir mal hier lang. Ich folge jetzt erstmal weiter den Bahngleisen. Aber man zieht, es zieht einen ja schon immer so ein bisschen in den Wald, ne? Was ist das hier? Stimmt, kleine Steinformationen. Okay, was ist da hinten los? Das sieht doch auch schon verdächtig aus hier. Aber springen kann man nicht. Zumindest nicht mit leer. Wow, holy shit. Oh, Gottes Willen. Da sag ich hier schon zusammen. Alles gut. Aber ich fühle es mal an. Okay. Okay. Ich bin ja so anfällig für so Jumpscares und so Scheiß, ne? Also... Verspricht lustig zu werden, sage ich euch jetzt schon. Gut, wir gehen mal weiter durch den Wald. Ganz entspannt. Hier ist so ein Weg. Hier hätten wir wahrscheinlich jetzt ab. Hier müssen wir sogar abbiegen. Hier geht es nicht weiter. Bevor wir da lang gehen, gucke ich nochmal in die Richtung. Oh, siehst du. Was ist denn das für ein Wald? Was ist denn hier los? Wer wohnt denn hier, dass der überall so eine Fallen aufbaut? Da guck mal. Das wird immer mehr, je mehr Fallen wir fühlen. Also fühle ich mal noch ein bisschen weiter. Ich guck mal an der anderen Seite, ob ich da noch mehr Fallen finde. Guck mal, die hat mich sogar nicht erschreckt. Da habe ich mit gerechnet so ein bisschen. Kann da hoch. Springen darf man nicht. Es hat wahrscheinlich den Grund, damit man das Level nicht da verlässt, wo der Entwickler es nicht vorgesehen hatte. Davon gehe ich jetzt erstmal aus. Jo, das ist schon mal ein sehr einladender Wald. Oh, fühlen wir das auch nochmal. Das ist schon fast... Das Bild wird langsam vollständig. Ja? Also hier wird bestimmt noch irgendwo was sein. Ah, vielleicht auch nicht. Kann ich das auch anfühlen? Nee, das geht nicht. So. Ist schon interessant, ne? Kommst da raus, gleich die ersten 5 Meter, 4 Fallen. Toll. Richtig toll. Fühl mich wie zu Hause. Kann ich rennen? Oh ja, man kann rennen. Das ist schon mal gut. So, dann gehen wir doch mal da rein. Ja. Guck dir das an, man könnte das jetzt so nehmen, ne? Warte, noch ein bisschen, vielleicht noch die Kamera so positionieren und dann könnte man das als animierten Wallpaper verwenden. Also sieht vor allen Dingen auch die Bäume, dadurch, dass es nicht mehr Copy-Paste-Bäume sind, sieht das verdammt schön aus. Auch das Laubwerk und so weiter. Also, sieht richtig hübsch aus. Ich bin mal gespannt, ich weiß nicht, was da noch bei YouTube hochkommt. Wahrscheinlich werden da so riesige Parts mit den ganzen Krümelkrams drauf, aber... Sieht schnieke aus, muss ich zugeben. So, gut. Dann verlassen wir erstmal den Wald hier über diesen Pfad, der uns in Richtung Fluss führt. Moin, da unten. Ja. Sieht ja an sich ganz hübsch aus hier. Ne? Oh, da vorne ist eine Brücke. Eisenbahnbrücke. Und ist klar, weiter geht's. Auf in Richtung Eisenbahnbrücke. Wir sehen also, der Weg wurde zugeschüttet. Hier kommt so erstmal kein Zug mehr durch. Und auch wir nicht. Wir müssen drumherum gehen. So, dann gehen wir mal da entlang. In den finsteren Wald. Sieht ja schon sehr einladend aus. Haben wir was? Ist die Frage, kann ich über die Brücke gehen? Oder wird da irgendwann abgesperrt? Wir gehen mal gucken. Bridge closed. Do not enter. Ja, was geht? Was ist denn mit dem Ast hier los? Was willst du? Hier fließt ein bisschen Staub weg. Wahrscheinlich. Lake Creek Valley seemed like a quiet, ordinary place. Oh. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Okay.
Also ich weiß nicht, ich fand das jetzt nicht so normal. Also ich bin noch nie an einer Bahnstrecke langgelaufen und habe innerhalb von wenigen Metern 4 Fallen gefunden, die mich fast umgebracht haben. Ja, ja, aber gut, wenn das hier so ist, ne, wenn das hier so Brauch ist, dann wird es wohl so, da sieht aber aus, du. Na gut, wenn man jetzt nah rangeht, nicht, aber so sieht das schon, so beim normalen Rumlaufen sieht es schon ziemlich gut aus. Also wer soll denn da noch rausgehen, wenn man hier in diesen, in Creek Valley einen Spaziergang machen kann? Reicht völlig aus. Man muss sich aber hier ein bisschen drauf einlassen und auch ein bisschen rumgucken. Also ihr dürft nicht böse sein, wenn ich immer mal wieder abschlender, weil das ist halt einfach das, was man hier macht, ne. Ein bisschen rumschlendern, ein bisschen gucken. Bisschen erforschen, Entdeckungsgeist, oh Gottes Willen. Ich kann es nicht mal aussprechen, ihr wisst schon, ne? Da ist wieder die eine Falle, da waren wir schon. Wow, holy holy guacamole. Ja, dann fühlen wir mal. Kriegen wir jetzt dann das Bild zusammen? Ja. Hä? Was ist jetzt passiert? Ich war noch nicht fertig. Okay, man sieht auf jeden Fall ziemlich viele Schädel. Das gefällt mir nicht, du. Das sieht ja nicht sehr einladend aus, wenn ich mal ehrlich bin, ne? Aber was zu lesen. Dann lass mich mal lesen. Ah, okay. Das... Achso, hier. Ach Gott. Saft? Sap. Bei Ethan Carter. Okay. Tag für Tag kam ein alter Mann in den Wald, um Saft von den Bäumen zu trinken. Okay. Um dorthin zu gelangen, musste der alte Mann an vielen gefährlichen Fallen vorbei. Die Dorfbewohner glaubten, dieser alte Mann würde ein Jade-Amulett im Wald verstecken. Doch der alte Mann wollte, dass die Dorfbewohner das glauben. Denn so wurden sie im Wald nach einem so würden sie im Wald nach einem Schatz suchen und nicht seinen Saft trinken. In einer kühlen Herbstnacht legte jemand ein Feuer im Wald, das sich bis zum Dorf ausbreitete. Der alte Mann entkam dem Feuer, indem er sich mit dem Saft bedeckte. Als er zum Dorf zurückkehrte, fand er nur noch die Knochen der Dorfbewohner. Der alte Mann setzte sich hin und weinte. Dann fand er noch mehr Saft. Also man kann das halt auch auf dem Originalblatt sehen, dann kann man nämlich auch noch ein bisschen zoomen. Und Call for Bob, Bob, Bob. Und jetzt kommt uns mal das Hintergrundbild. Hintergrundbild an. Hinten wurde noch was drauf gemalt. Mit Kuli, so wie das aussieht. Schon leicht verwittert. Da sehen wir das Feuer des Dorfes. Aber, und die Fallen. Da unten sind noch die Fallen. Vorne. Rechts unten. Aber ich sehe keinen Saft. Ne? Akzeptieren. Ja. Ethan, I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. War das der alte Mann? Sap, guck mal, gut, Achievements, siehst du, alles da, was man braucht, ne? So, okay. Die Buddel konnte ich nicht mitnehmen, da war wahrscheinlich der Saft drin. Portet mich das jetzt nicht zurück, bleibe ich jetzt tatsächlich hier und ich wollte noch über die Brücke laufen und so, aber über Brücke laufen ist wohl nicht. Oh, dann müssen wir da so weiter. Gut, dann gehen wir mal wieder diesen dunklen Weg hier zurück. Ist das da, wo wir herkamen? Das ist doch der Baum, wo ich gerade eben meinte, oh, sieht ja ganz gut aus, ne, aber... Ja gut, okay. Dann gehen wir jetzt nämlich über die Brücke. Jo, Tatsache, es führt hier zurück, alles klar. Zurück über die Brücke. Do not enter. Ja, wir müssen da trotzdem durch, das hilft nichts. Hoffentlich hält das Teil. Sieht nicht sonderlich stabil aus, aber wird schon passen. Mal gucken, wie viel Zeit wir noch haben. 5 Minuten, das wird ja wohl noch reichen, um über die Brücke zu laufen. Da entlang. Oh, da hinten haben wir so ein paar Grafikfehler hier entdeckt. Seht euch das an. Naja, aber sonst sieht es bis jetzt ziemlich gut aus einem Guss aus. Sieht das Wasser aus? Wasser ist ja immer so eine Sache. Ja, aber ist auch okay, ne? Gut, dann wollen wir da mal lieber ausweichen. Also hier würde ich auch mit keinem Zug mehr drüber fahren. Ne? Das sieht nicht sonderlich gut aus. Das gebe ich mal zu. Offen und ehrlich. Oh, hier, guck mal, hier kann man Aussicht genießen. War dann schon dafür gemacht, um die Aussicht zu genießen. Sehr hübsch. Gucken wir mal in die Ferne. Ah, sieht schon gut aus, so. Muss man zugeben. Oh, da vorne ist sogar noch so ein Wagen. Vielleicht fährt er ja sogar noch. Ja. Rennen wir mal über die Brücke. Ich glaube, hier gibt es nicht mehr allzu viel zu entdecken. Oh, 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 oh. Entspann dich.
Aber jede Menge Baumwipfel. So, kann man damit noch irgendwas machen mit dem Ding? Sieht so leicht angerostet aus. Ach, hier, untersuchen. Blut, Tier, Mensch. Unfall, Mord. Also man sieht auf jeden Fall Blut an dem Ding. Kurbelwelle, betreten. Frische Kratzer, kürzlich benutzt. Kurbel, 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 Kurbel. Was soll ich denn jetzt machen mit der Kurbel? Also hier ist auf jeden Fall Blut dran. Es könnte ein Tier sein, es könnte ein Unfall gewesen sein, es könnte auch ein Mensch sein. Die Kurbel hat frische Kratzer, wurde erst kürzlich benutzt. Was geht ab hier? Weg mit euch! Weg mit diesen fiesen Gedanken! Oh, man kriegt sie echt ein bisschen weggeschüttelt. Kann ich noch mehr untersuchen, bevor ich das Ding betrete? Also wenn man so links und rechts läuft, gibt es manchmal so ein paar Zucker, aber es könnte auch an der Aufnahme liegen, ne? Dass das Spiel so ein bisschen zuckert. Ich weiß auch nicht, ob man das nachher auf YouTube noch sehen kann. Betreten! Jo, mach mal. Gehen wir mal rein in das Ding. Okay. Ausschalten. Aber wir müssen erstmal kurbeln wahrscheinlich, alles klar. Verlassen. Wo liegt denn die Kurbel zu dem Ding? Das ist die Frage. Wo ist das Teil? Tja, wenn man jetzt Tab drücken könnte, um alle anfassbaren Dinge highlighten zu können. Also, wir brauchen da erstmal die Kurbel. Vorher geht ja nichts, aber ich würde mit dem Ding... Man kann eh, wenn, nur höchstens da reinfahren, also rückwärts. Vorwärts kannst du damit ja nicht fahren, da fällt es ja sofort runter. Okay. Gehen wir hier gucken. Was ist das? Ein Pfosten. Gut, das bringt uns nicht sonderlich viel. Aber sieht aber echt schön aus, du. Würde ich nicht sagen, ne? Aber optisch schaut das gut was auf die Kacke. Gut, hier scheint aber nichts zu sein. Auch keine Fallen oder sonst was. Nur Büsche. Okay. Gehen wir mal da hinten gucken, ne? Erstmal die Wege ablaufen, ganz gemütlich. Vielleicht finden wir irgendwo noch die Kurbel. Kann ich da runterlaufen? Nee. Ah, das sieht aber aus. Guckt euch mal das an hier, du. Also, optisch wird einem echt wirklich gut was geboten. Muss ich jetzt zugeben. Auch der Weg, die Texturen sind halt alle knackig, gestochen scharf. Sieht wirklich richtig gut aus. Keine Copy-Paste-Bäume. Zumindest wirkt es nicht so. Dann haben sie gut gecopy-pastet. Oh, was haben wir denn hier? Das sieht ja nicht nach einem Tier aus. Das sieht eher nach einem Bein aus. Rest der Leiche. Blutspur. Opfer. Weggezerrt. Weggekrochen. Abgetrennte Beine. Ja, das lag wahrscheinlich, er lag wahrscheinlich hier. Dann ist der Zug rübergefahren, hat ihm die zwei Beine abgetrennt. Und dann scheint er sich weggezogen zu haben, so gut es noch ging. Also ich finde die Art und Weise, wie einem die Informationen präsentiert werden, ziemlich cool. Weil es halt so aufgebaut ist, als würden wir selbst in den... als würden uns Gedanken durch den Kopf fliegen und so weiter. Das ist ziemlich cool gemacht. Blaufuchs, gefällt das. Ah, ich glaube, ich habe den Rest gefunden. Blut von Bein, Blut von... Gebrochener Schädel, Todesursache, Blutverlust, Kopftrauma. Oh, man ist sich nicht ganz so sicher, was mit ihm passiert ist. So, bevor wir ihn jetzt aber berühren und gucken, was abging, machen wir hier erstmal einen Break, denn der Part ist in 1 jetzt zu Ende. Richtig gut, ne? Somit machen wir doch hier bei diesem schönen Waldort mit dieser wunderbaren Aussicht über den See erstmal eine Pause. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß mit der ersten Folge von The Vanishing of Ethan Carter. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich unter dem Video posten. Und wer das Ganze selber spielen möchte, findet auch entsprechende Links, um das Ganze zu kaufen. Natürlich auch unter dem Video. Bis zum nächsten Part. Erstmal viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.